Servus, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei meinem Kanal von Hammer High LP. Ja, wie immer zocke ich das Game Need for Speed Undercover. Ja, jetzt gucken wir mal hier nach auf der GPS-Karte. Also, letztes Mal wollte ich doch hier unten das noch beenden. Das mache ich einfach jetzt. Wir gehen wieder auf Verfügbar. Ach, hier oben war es. Wollen wir Cops ausschalten? Ja, natürlich, wir wollen Cops ausschalten. Dann machen wir das erstmal. An alle Streifen, wir haben hier Code 6 Objekte, die sich uns Code 6 und der Festnahme entziehen. Sofort ausrücken und zum Einsatzort begeben. Der Verdächtiger fährt einen grünen Audi. Alle Einheiten auf Alarmstufe 2. Jetzt muss ich irgendwann nach rechts kommen. Erstmal fest unterwegs. Warum ist da nur einer? Soll ein bisschen mehr kommen. Boah, Alter. Sofort zugreifen! So, drei haben wir schon mal geschafft zu eliminieren. Weitere Bodeneinheiten wurden gerufen und sind unterwegs. Code 6 ist außer Sichtweite. Warte dich durch ihn. An alle. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen unterwegs nach Osten, auf der Harbour Road in westlicher Richtung. Umliegendes Gebiet wird abgesperrt. So, dann gucken wir mal. Jupp, wir haben es auf Dominieren geschafft. Wir haben 10% Aufladung dazu bekommen. Na, wenn es weiter nichts ist. So. Ja, dann machen wir noch ein bisschen Sachschaden. Einige Kollegen versuchen einen aggressiven Fahrer zu stoppen. Hohes Unfallrisiko. Aggressiven Fahrer. Ja. Einheiten Einsätze mit niedriger Priorität abbrechen und bereithalten. Funkzentrale wechselt auf TAC-Kanal. Er ist gerade abgebogen. Mal sehen, wo er sich fährt. Voll drauf. Boah, die Herausforderung schon geschafft. Und unbedingt sofort Level drauf. Unterstützungseinheiten. Fahrzeug wurde zuletzt gemeldet. Unterwegs in Richtung Norden. Wiederhole. In Richtung Norden. Auf der Gruther Road. Einsatzleitung erbittet umgehend die Sperrung des Sektors. Der Verdächtige muss sich irgendwo versteckt haben. Einheiten bleiben bis auf weiteres auf Code 6. Wir haben wieder mal dominiert. Ha, gut, es läuft doch besser, als ich gedacht hatte. So, wir haben wieder den Einnahmebonus erhöht. Jetzt gehen wir mal weiter. Oh. Hä? Hier unten will ich hin. So, jetzt flüchten wir mal kurz. Wieder durch die zwei Busse durch. Achtung, alle Streifenwagen. Mehrere Einheiten verfolgen ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit, das sich der Festnahme entzieht. Koordination auf Kanal 2. Verdächtiger fährt einen grünen Audi. Er ist gerade mitten durch das Gebäude gefahren. Roger, schicke Rettungseinheiten los und ein paar Einsatzwagen, die Anlage absperren. Ich hasse es. Verdächtiger hat eben ein anderes Fahrzeug gerammt. Schickt sofort den Rettungsdienst her. Ja, ist ja nicht übertreiben, ey. Ja, ob das was gebracht hat. Hat sich Kontakt zum Verdächtigen verloren.
bestätige. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen unterwegs nach Westen. Wiederhole, Westen. Auf dem Ocean Freeway. Ihr habt grünes Licht, Absperrung des Sektors ist genehmigt. So, wir haben es auch wieder auf Dominieren geschafft. Und 10% Motor dazu bekommen. Alle Einheiten. Oh. So, dann nochmal Sachschaden. Dann haben wir eigentlich auf diesen beiden Inseln, Stadtgebieten, die Mission erstmal geschafft. Also keine Mission, aber so die Rennen. 25.000. Achtung, alle Einheiten, wir haben ein Code 6-Objekt, das sich weigert anzuhalten. Die Einsatzleitung bittet alle freien Einheiten auf TAC-2 umzuschalten und auf Anweisungen zu warten. Wow, schön runter. Verdächtiger fährt einen grünen Audi. Was? Es war nur einer? Wow, Mann, dieser ganze Kran ist gerade runtergekommen. Das sind echt große Schäden hier. Ich habe da echt großes Problem. Wir sind deine. Wir sind deine. Achso, nee, ich dachte, ja, da geht's da halt, ne? Ach nee, da hinten ist ja noch gleich was. Gucken wir mal nach, was da gibt. Oh. Verfolgung nach Westen. Da fuhr ich nochmal die anderen Cops da hin. Und? Nein, leider nicht geschafft. Also wenn man mal Cops braucht, dann sind keine da. Das ist ja wie im richtigen Leben, ne? Verloren den Sichtkontakt. Ich habe ihn wieder. Wir sind unterwegs in die westliche Richtung. Auf der 20. Boah, das ist doch geil. Nein, Taxi. Bitte aktuelle Situationsmeldung. Scheiße, ich finde ja auch nicht, wo ich was so, ne, machen kann. Und? Alle Einheiten haben Sichtkontakt verloren. Stand by. Alle Einheiten im Umkreis. Der Code-6-Verdächtige wurde zuletzt gesehen in Richtung Nordwesten. Er korrigiere Nordosten auf dem Ocean Expressway. Einsatzleitung erbittet Absperrung östlich der letzten bekannten Fahrtrichtung des Verdächtigen. Der Einsatz ist weiterhin Code 6. So, wir haben es Gott sei Dank doch noch auf Dominieren geschafft. So, plus 4% Teilrabatt. Wow, da kommen wir ja richtig heute voran. Habe ich trotzdem mal wieder Bock auf ein Rennen. Nehmen wir mal dieses schöne Rundenrennen. Mal sehen, was uns da erwartet. Scheiß geiler Ford Mustang GT. Ich liebe es. Wieder ein grünes Auto.
Okay, dieses Rundenrennen wird spannender. Also die Sachen jetzt davor, die ich gemacht habe, jetzt mit den Verfolgungsjagden, ich dachte, das dauert länger. Ah, jetzt hätte ich schon mitnehmen können. Drei Runden, oh, ich wollte jetzt schon irgendwo dagegen fahren. Das klappt doch wie geschmiert hier. So, wieder mal dominiert. Boah, ich glaube, ich bin gerade irgendwie an nichts angeeckt, oder? Ja, plus 27% Einnahmebonus. Ach ja. Mach ich wieder was mit Checkpoints. Ja, da bin ich ja beim letzten Let's Play, habe ich ja etwas viel sinnvolles Zeug gelabert. Also manchmal sind die Abkürzungen auch nicht richtige Abkürzungen, also die was bringen, ne? Muss man auch immer mal auf die Map gucken.
So, ja, es läuft ja bis jetzt noch wunderbar. So, lehnt euch zurück und genießt das Dominieren. Ach, wisst ihr was? Ich mache nur noch einmal eins hier mit Checkpoints abfahren. Und dann war es erstmal für die heutige Session. Mal wieder erstaunt, wie geil der Audi aussieht. Denn. Das war knapp. Meine Fresse. Ups, ja, das war nicht knapp. Ne? Ja, leicht ramponiert, würde ich mal sagen. Ramponiert, dominiert. Okay. Okay. Können die nicht fahren oder was? So ein Spast. Oh, ach, das ist trotzdem nicht schlecht. Wir haben wieder dominiert. Also guck mal, es waren nur 7 Sekunden, also eigentlich ein Fahrfehler darf man sich eigentlich nicht erlauben, so richtig. Gut, dann verabscheue ich mich mal für ja, dieses Let's Play und bis zum nächsten und ich hoffe, ihr seid noch mit dabei, wenn es heißt Let's Play Need for Speed Undercover mit Hammer High LP. Also, dann sage ich mal wieder, wie immer, tschö, tschö.